Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute mit einem neuen Video, ja, wir testen heute mal. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt in Zukunft ein paar Sachen testen, wie zum Beispiel, wir fangen jetzt einfach mal an mit Popcorn, Zuckerwatte. Popcorn testen wir als nächstes tatsächlich. Ja, werden wir jetzt die Tage auch noch gucken und dann gucken wir mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwelche Sachen habt, die wir testen können, die lustig sind vielleicht oder wo ihr Interesse habt, keinen Bock habt oder wo es mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Ja, da einfach mal in die Kommentare rein. Ja, und die werden wir jetzt mal testen, Ben ist schon ganz aufgeregt. Guck mal, Ben, schau mal hier, was da drin ist. Lass ihn das mal anschauen. Oh! Guck mal. Weißt du, was da drin ist? Wir haben also erstmal zwei verschiedene Zuckersorten. Da wollten wir mal gucken, welche besser sind. Das waren die teuren, wa? Sag mal, ich glaube, das sind die teuren hier. Genau, das waren die teuren. Und das waren die billigen. Das günstige. Frag mich, wie das bei dem dicken, fetten Zucker hier, ob das was wird. Das ist von Höhle der Löwen, glaube ich. Ja. Aber ist so dicker, fetter Zucker. Wisst ihr, was ich meine? Ob der sich auflöst, Jude, so schnell? Das werden wir sehen. Also, wir haben günstig und teuer. Und wir haben auch hier günstig und teuer. Wir haben zwei Maschinen, die wir testen. Einmal die. Welche waren davon günstig, welche teuer? Ich glaube, das war die günstige und ich glaube, das hier. Wir schreiben euch die Preise natürlich hin. War die etwas teurere? Sieht schon besser aus. Ich glaube, es ist andersrum gewesen. Echt? Ich weiß es nicht. Beide sehen gut aus. Ja, also die ist ein bisschen teurer hier tatsächlich, weil ich glaube um die 10 Euro mehr. 45 Euro circa, genau. Ja, 10 Euro mehr als die andere. Und gucke mal, hier steht sogar, du kannst hier auch Hartbonbons reinmachen. Du kannst sogar mit Bonbons machen. Schade, dass wir jetzt keine da haben. Hätte ich gerne mal getestet mit Bonbons. Ja, und du aufpasst nicht, dass ich hier kaputt geht, Ben. Die übrigens waren richtig teuer. Die haben 24 Euro gekostet, waren aber auch 5 Packungen in 5 verschiedenen Farben. Die sollen aber, wie gesagt, sehr, sehr gut sein. Ohne irgendwelche... Ben baut hier Türme. Zeig mal. Ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe. Und genau, dann haben wir noch die günstigen. Wir fangen mit der günstigen Variante an, ja, würde ich sagen. Ja, war, man muss echt konzentriert sein dabei. Der Stab ist zu kurz. Irgendwie, weißt du? Hätte länger sein müssen. Na, und wenn du jetzt so weitermachst? Geht nicht mehr. Der Stab ist die Zuckerwatte zu fett. Oder? Wenn ich nimmst einen neuen, mach mit dem hier weiter. Ja, hier. Zack. Oh. Setzen? Mama auch mal kosten? Nein. Entschuldigung. Mmh. Und? Ist lecker? Guck dir das an. Baby, wie geht's raus? Wie hast du das jetzt gemacht? Wie machst du das jetzt auf einmal? Keine Ahnung, Alter. Wie geht denn das jetzt? Alter. Ist das geil, der richtige Zuckerwatte. Ich flippe hier aus, Alter. Guckt euch den an. Oh. Ey, die ist cool, Alter. Die ist wie das Gift auf Instagram, wenn du Zuckerwatte eingibst. Aber der Teil sieht aus, ey. Oh. Die ist ja krass geworden. Mm. So, wir haben jetzt beschlossen, nochmal die günstige Maschine mit dem teuren Zucker auszuprobieren. Der ist ja irgendwie so grobkörnig. Riech mal. Oh. Ich habe auch gerade gemerkt, was kommt denn da für ein Duft nach oben? Oh. Das ist eine Kurzheitsloben jetzt und dann macht Niese aus dem groben Zucker jetzt auch noch eine, so wie ich bitte, ja? Ja, wie hast du das? Ja, ey, kam auf ihn mal übertrieben krass raus. So, wa? Hm? Ja. Bin ich gespannt, das ist jetzt der teure Zucker mit der günstigen Maschine. Macht sich aber besser so, habe ich das Gefühl, wa? Oh, da, jetzt! Ja, nicht so einfach hier. Nee, wa, aber jetzt kommt auf jeden Fall grün. Guck mal, jetzt hier, alles voll. Stab! Schnell, schnell! Aber man dreht ja schon lange an, Ena, wa? Ey, wirklich. Kriegt langsam hier steife Finger. Ich bin gespannt, wie schnell es bei der anderen geht. Wow! Ist die schön. So, wir haben gerade mal... Fazit Nummer 1, ja. Gerade mal probiert und es schmeckt wirklich besser, wa? Also der teurere Zucker aus den Behältern, der ist viel, 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 viel besser. Viel, viel besser. Zwar auch teurer, sind viel so eine Dinge, aber der schmeckt wirklich gut. Der andere schmeckt einfach nur Zucker und der schmeckt so rauchig Zucker. Ja, du hast da auf jeden Fall mehr Zuckerwatte als also dieser typische Zuckerwatte-Geschmack halt. Wie vom Weihnachtsmarkt. Und Ben rennt mit der riesen Zuckerwatte rum. Die wird überall kleben, naja, überall in den Wänden. Boah, lecker. Oh, Nummer 2 ist so viel baut. Oma ist auch am Start.
Die ist auf jeden Fall wesentlich leichter als die billige. Jetzt gibt's Cola-Zuckerwatte. Cola-Zuckerwatte werden wir jetzt mal probieren. Mal sehen, ob es klappt mit der teuren Maschine. So, die ist auf jeden Fall viel, viel leiser. Jetzt wird erstmal 5 Minuten aufgewärmt und dann geht's ab. Und ich habe gerade schon mal gekostet. Ja, ist die blaue? Krass, die blaue, sehr krass. Wirklich überlecker. Also die Sorten sind echt. Da bin ich. Ich habe schon Lust, Erdbeer zu kosten, ja. Das ist echt lecker. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Guck mal, wie die so bleiben hier. Mach hier schnell, schnell, schnell. Nimmt sich die jetzt was vom Machen her, von der anderen? Eigentlich nicht, würde ich sagen. Weil die grüne haben wir ja auch gemacht mit der anderen. Ja. Die günstige Maschine reicht aus, aber auf jeden Fall die teureren Zuckersorten, weil die echt lecker sind. Ja, ansonsten reicht die andere Maschine aus. Guck mal, die wird doch jetzt lauter, wa? Irgendwie ist komisch. Also auf jeden Fall, Empfehlung auf jeden Fall. Meine, die andere Maschine. Die andere, die rote Maschine. Ja. Die finde ich, sieht auch mehr aus nach so Zuckerwatte. Finde die andere ist mir ein Ticken zu weiblich. Oh. Also ich finde die cooler, muss ich sagen. Die sieht auch edler aus, die ist schwerer. Also billige, meiner Meinung nach, hier besser. Also ich habe hier sogar jetzt 2 Stück rausgekriegt. Also die sieht wirklich, die sehen wirklich aus wie... Gerne mal. Ich koste jetzt mal Erdbeer. Perfekt. Erdbeer, teurer Zucker. Hammer. Wirklich richtig lecker. Will auch mal hier. Dein Fazit? Jetzt doch? Hammer. Irgendwie doch die, wa? Ja. Von den Zuckerwatten her die. Vom Aussehen her, muss ich sagen, fällt mir die andere besser. Aber die Zuckerwatten sind schon echt. Aber die kleine reicht eigentlich. Also, eigentlich reicht sie. Eigentlich reichen hier die kleinen. Die ist auch noch von der großen Maschine. Auf jeden Fall dieser Zucker hier. Das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Ja. Bei Amazon haben wir es her. Naja, und jetzt? Als nächstes wird Popcorn getestet. Genau, wir haben unten mal in der Infobox alles stehen, die ganzen Geräte und den Zucker. Und da könnt ihr euch da mal angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Die klebt auch nicht. Das ist total krass, die klebt einfach nicht. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. War auf jeden Fall ein geiles Experiment, mal Zuckerwattenmaschinen zu testen. Ja, wir haben jetzt 2 Stück nur getestet, eine etwas mittlere Klasse, kleine aber die reichen ja aus für den Zuhausegebrauch oder mal für den Kindergarten oder so. Ansonsten den teuren Zucker definitiv. Und bei den Maschinen, ja, müsst ihr wissen, was euch, ob euch kleine Zuckerwatte reicht oder etwas größere, dann die teurere Maschine. Ansonsten auf jeden Fall mega Laune-Effekt. Ich denke auch für die Kinder mega geil. Na gut, also, ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Fest. Schon mal im Voraus. Viel Spaß.